G6, this is Rap. Hallo Welt, hallo Sport, hallo FIFA. Korruption immer high, doch sowas war noch nie da. Fußball-WM in einem autoritären Staat. Zur Terrorfinanzierung hat Katar ja gesagt. Hochglanzmontagen, Influencer polieren auf. Beckham hat für 100 Mio seine Seele verkauft. 17 Power Ranger, ballern Image-Clips. Doch von Sklaverei und Toten hört man lange nix. Fußball für alle, fremdenfeindliches Land. Alles nur PR, Sportswashing, traurig oder brillant. Wo ist Meinungsfreiheit, wo die Menschenrechte? Unterstützen wir dieses Armutszeugnis für unsere Werte? Die Welt liegt in Schutt und Asche, Ukraine. Korrupte Gelder weiter in die Tasche, Konkubine. Jeder Gast in Katar unterstützt die Augenwischerei. Nur um dann zu sagen, ich war dabei. Deutsche Elf und jeder, der das hört, yeah. Boykottiert Katar 22, das ist kein Flirt, nee. Sondern eine knallharte Ansage. Boykott, alles andere ist eine Fangfrage, yeah. Boykott, WM, 22 Katar. Fußball ohne Menschenrechtscharta. Lass den Fernseher aus, für mehr Gerechtigkeit. Zeig der Welt, der G6 steht für Menschlichkeit. Boykott, WM, 22 Katar, yeah. Fußball ohne Menschenrechtscharta. Lass den Fernseher aus, für mehr Gerechtigkeit. Zeig der Welt, der G6 steht für Menschlichkeit. Wo der Ball rollt, rollt der Rubel. Aber jeder Torjubel ist erkauft mit Tausenden von Leichen in der Goldgrube. Katar ist ein Emirat, ein winziger Wüstenstaat. Und bezahlt mit Money von ihr, merkt das auch die Taliban. Gastarbeiter schaffen für einen Hungerlohn die meisten. Könnten sich das Bier im Fußballstadion nicht leisten. Aber Alkohol ist sowieso illegal in Katar. Nur zur WM nicht Doppelmoral. Bleiben wir beim Thema moralischer Kompass. Bayern München wird seit Jahren von Katar gesponsert. Wen wundert's? Fußball zählt der Profit mehr als Punkte in der Liga oder Tore in einem Spiel. Manu Neuer trägt die Regenbogenbinde und steht dann in einem Land, in dem sie jeden Homo windel. Weich prügeln Scheichs, unterdrücken ihre Frauen ohne Erlaubnis ihrer Männer, dürfen die dort nicht mal raus. Bei der WM im Winter wird dann jedes noch so lahme Spiel beim Public Viewing zu einer Zitterpartie. Das schau ich lieber im November, bisschen Bier, bevor ich irgendwas von diesem Turnier mitbekomme, yeah. Boykott, WM, 22 Katar. Fußball ohne Menschenrechtscharta. Lass den Fernseher aus, für mehr Gerechtigkeit. Zeig der Welt, der G6 steht für Menschlichkeit. Boykott, WM, 22 Katar. Fußball ohne Menschenrechtscharta. Lass den Fernseher aus, für mehr Gerechtigkeit. Zeig der Welt, der G6 steht für Menschlichkeit. Sie glauben doch nicht, wer den einzigen Sklaven hier da sind. Ich hab in den Hotels auch keine Sklaven gesehen. Gefordert wird Respekt für deren Normen und Gesetze und das rechtfertigt dessen Menschenrechte zu verletzen. Und der FIFA-Präsident mit seinem kommerziellen Dreck lacht tausende von Leichen mit dem Grinsen einfach weg. Ja, doch 2008 Olympia in Peking, wo Menschenrechtsverletzungen schon lange ein Problem sind. Und jetzt 2022 die Lage sogar schlechter, als hätte der Sport am Genozid dort was verändert. Die Bedingungen für Gastarbeiter einfach nur fatal, dagegen die Milliarden-Deals der FIFA und Katar. Auch deutsche Funktionäre sprechen von einer Bagatelle, Umsatz und Profit steht auch hier an erster Stelle. Die Kommerzialisierung dieses Sports einfach nur eklig. Scheiß kaufen Clubs für Geld, scheiß auf die Ethik. Für mich ist die WM seit Vergabe schon gefloppt, daher rufe ich alle auf, gemeinsam Boykott. Boykott, WM, 22 Katar. Fußball ohne Menschenrechtscharta. Lass den Fernseher aus, für mehr Gerechtigkeit. Zeig der Welt, der G6 steht für Menschlichkeit. Boykott, WM, 22 Katar. Fußball ohne Menschenrechtscharta. Lass den Fernseher aus, für mehr Gerechtigkeit. Zeig der Welt, der G6 steht für Menschlichkeit.